hallo Freunde, hier ist wieder euer Zickzack-PvP. Kommt doch rein, die Tür ist offen. Könntest du dir vielleicht die Schuhe ausziehen? Okay, Spaß, Leute. Also, vielen Dank für 4000 Abonnenten. Wir haben es jetzt geschafft. Ich habe schon leicht angekündigt, dass ich ja eventuell dieses Default Detector Pack releasen werde. Das werde ich jetzt auch tun. Ist echt nichts Besonderes. Also ich habe echt nicht so viel gemacht, weil das echt nur so ein simpleres Pack sein sollte mit kürzeren Schwertern, das ich mal kurz in der HG-Runde oder so benutze. Und jetzt wollt ihr das haben. Ich habe jetzt nichts groß daran verändert. Es ist jetzt echt nichts Besonderes, ne? Aber ihr wollt es haben, also kriegt ihr das. Also seht ihr hier die Schwerter. Ganz neue Suppen, also die kennt man noch gar nicht. Hier Knight mit G. Oh. Und Partikel Lost sind nicht von mir. Bei IC4 hatte da irgendwelche Release gehabt, die habe ich nur recolored, also die sehen echt geil aus. Und das ist es eigentlich schon, also mehr habe ich echt an dem Pack nicht gemacht, ihr müsst mir jetzt nicht sagen, ey, es sieht da voll scheiße aus, also da würde ich da noch was verändern und so weiter, das ist kein gutes Pack und so weiter. Ist mir schon klar, ich weiß, wie man einigermaßen ein gutes Texture Pack machen soll, das ist echt nur ein ganz schnelles gewesen. Und wenn wir gerade schon dabei sind, nicht so gute Texture Packs zu releasen, kann ich ja auch zwei ältere noch releasen, aus dem 10.000 Abonnenten Special auf dem alten Kanal. Wurden jetzt mit der Zeit zwei, weil ja der Link broken ist, wurden jetzt immer wieder zwei verlangt. Und diese zwei werde ich euch unbearbeitet, also auch total kacke, richtig alt, habe ich vor 1000 Jahren bearbeitet, also müsst mir auch da nichts sagen. Aber es geht darum, dass die älteren sind, auch releasen. Und das sind einmal das Pack namens Lilililitreit. Das war braunes Pack. Ich habe noch nirgendwo ein braunes gesehen und dass ich bei Kacke mein Lötreit denken muss. Deswegen habe ich ihn das Pack damals gemacht gehabt, weil er irgendwie eins wollte. Hier, die Schwerter sehen schon ein bisschen besser aus. Mal was anderes. Chicke Handles. Und man sieht halt, das war halt noch so früher. Man hat sich halt auch weiterentwickelt, sage ich mal. Ne? An dem Diamantschwert sieht man auch so. Den Blauton habe ich auch gut getroffen. Partikelos. Ja, so zeigt man die Partikel einfach cool. Braun and Black, ja. Und ja, das war das Pack. Könnt ihr halt alles downloaden. Und dann gibt es halt noch das, kennt ihr bestimmt auch noch, Red Yo. Ja, so voll Yo-Hipster-mäßig irgendwie noch den Titel cool umbenannt. Da haben wir, das war mal ein Pack für Patrick eigentlich mit blauen Dings, Dirt. Die Schwerter, ja, auch von einem anderen Stern, aber ist halt echt ein Klassiker, ne? Wer uns verfolgt hat, kennt das Pack und die Leute freuen sich vielleicht auch darüber. Rote Partikelos, die kann man vielleicht echt mal benutzen, wenn man echt zu faul ist, Partikel zu recolern. Und das war's echt schon. Also Leute, vielen Dank für 4000 Abonnenten. Hat mich wirklich gefreut, das war's jetzt. Nein, Spaß, wieso jetzt, wenn jetzt zu Ende wäre, aber es geht ja jetzt weiter. Freut mich, dass die letzten Videos auch gerade so richtig gut ankamen. Schön viele Kommentare. Es gibt mir Kraft, in diesem kalten Strom weiter zu kämpfen. Ja, kommt mir auch jetzt ganz gelegen, weil ich jetzt echt keine Zeit habe, ein richtiges Video zu machen, dass ich jetzt so ein bisschen Texture Pack Scheiße release. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video in 2 Tagen. Bis dahin, haut rein und ciao. Abonnieren nicht vergessen.